Meine Lieben, hier kommt jetzt eine Information über Depression, nachdem ich ja ein schönes Buch über Schlechtwetterprognose Depression geschrieben habe. Habe ich mich natürlich mit dem unfassbar auseinandersetzen müssen und auch recherchieren müssen. Und unter anderem gehört ein Prozess, ist also ein Schritt in Prozessen. Und sie haben herausgefunden, also wenn man eine Todesdiagnose bekommen hat oder kurz vorm Sterben oder überhaupt der Prozess des Sich-Lösens von der Erde, von dem Leben, von der Welt und des Sterbens, da ist einer davon quasi die Depression, aber ebenso noch Schicksalsschlägen, weil es dadurch eine Veränderung gibt im Leben. Genauso wie noch, erzählt euch keiner, Operationen, was den Körper betrifft, weil man identifiziert sich im Laufe des Lebens mit dem Körper. Wir sind aber nicht der Körper. Das möchte ich gar nicht, dass sie das rausfinden, nämlich genau die Menschen, die dann vielleicht den Körperteil verlieren oder eine Narbe kriegen irgendwo oder irgendetwas nicht mehr so ist wie vorher. Da haben die dann auch dieselben Prozesse durchzuleben, wie eben, wenn sich etwas verändert oder nach einem Schicksalsschlag oder wenn man etwas loslässt, eben wenn etwas stirbt. Also ich würd euch diese 7 Schritte gern näher legen. Das ist im Übrigen auch, und jetzt lese ich euch das aber vor, kommt von der Kübler-Ross. Also das erste Mal, was passiert, wenn man das hat, dann will man es nicht wahrhaben. Also die Verleugnung, nur mir passiert das nicht. Mir passiert das auf keinen Fall. Na, das kann gar nicht sein, dass ich betroffen bin oder dass man mich meint. Also dieses tatsächliche sich es verleugnen oder das nicht wahrhaben wollen, eigentlich ein Zeugnis von Schock. Ja, das könnte man so sagen. Und der zweite Schritt ist oft, denn er hat auch nicht nur die Wut, der Zorn. Also wieder müsst ihr euch das vorstellen, ihr kracht so runter in das Na 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 Na, in den Widerstand von, kann gar nicht sehen, also in die Apathie fast, in das Angst. Angst empfindet man noch gar nicht, sondern zuerst Apathie. Nein, nein, also in die totale, mir betrifft es jetzt also verleugnet. Und dann, um da rauszukommen, braucht es die Wut, wird man wütend auf Gott und die Welt, auf den Nächsten und so weiter. Dann fängt man an, sogar andere niederzudrücken, indem man sagt, du bist schuld und du bist schuld und du bist schuld. Und wegen euch passiert mir das und wegen dir passiert mir das. So, und dann kommt dann dieser nächste Schritt, wo man also sieht, okay, das ist jetzt so, aber noch nicht angenommen hat, sondern aha, also man kommt aus der Schockstarre raus. Man kann noch nicht wütend sein auf sich und Gott und die ganze Welt. Das sieht man dann irgendwann auch mal ein. Und dann fängt man verhandeln an. Weißt du, wenn ich jetzt das und das mache und schön ein braves Mädchen bin, denn, oder? Lieber Gott, wenn ich das mache und das mache und das mache, denn, oder? Und ich versprich dir doch, ich mache das und dort und da. Ja, funktioniert nicht. Es ist, wie es ist. Und entweder fehlt zum Beispiel ein Bein oder es fehlt eben nicht. Oder die Kinder sind weg oder eben nicht. Oder der Mann hat jetzt eine andere oder nicht. Wisst ihr, das sind Sachen, die begegnen uns im Leben. Das sind Geschichten des Lebens. Sie wiederholen sich und sie passieren dem und dem und vielleicht dem in dieser Form und dem anderen in einer anderen Form. Aber es sind Geschichten des Lebens. Und dennoch hat denn nützt das Verhandeln auch nicht. Also das ist einer von diesen Steps. Der nächste, wenn der also quasi vollzogen ist, dass man nicht verhandeln kann und man weiß, es ändert sich jetzt so nichts.
Man kann es nicht lösen mit Verhandeln. Nimm mich, statt dass du mir mein Kind nimmst. Oder wenn ich ab jetzt in die Kirche gehe, jeden Tag, dann bringst du mir ihn zurück. Oder umgesetzt ist nicht auf die Religion, sondern aufs Leben. Wenn ich dem Mann ab jetzt immer so eine Frau bin, die er sich wünscht, was zwar nicht mir entspricht, aber er sich wünscht, dann bringst du mir ihn wieder zurück, oder? Nein, so funktioniert das nicht. Und dann rutscht man eben in die Depression, weil man kommt in die emotionale Akzeptanz. Man kommt also in die rationale Einsicht zuvor, dass das jetzt einfach so ist. Da hilft kein Betteln, da hilft kein Leugnen. Man weiß, dass der Mann weg ist oder der Tod dir vor der Tür steht. Und dann muss man sich emotional damit auseinandersetzen. Und dann ist man also quasi am Abi-Rutsch in diese Depression. Und wie gesagt, man rutscht runter. Habt ihr gesehen, ich mache eine Aufwärtsbewegung. Es geht da auch wieder raus im Fall, nicht vergessen. Aber diese Talsohle. In dieser Talsohle kann man vergessen, dass es mal ein Oben gegeben hat und dass es wieder ein Oben geben wird. Dass das ein Teil des Lebens ist, aber nicht der ganze Abschnitt des Lebens ist. Dass das nicht dein einziger Fokus, Point, Lebensbühne war, sondern es immer noch andere gibt zu erforschen. Und dass man aber den da jetzt mindestens genauso ernst nehmen muss. Und in dieser Phase quasi ist man also in der Talsohle, man akzeptiert langsam, dass es so ist. So, und dann geht's weiter. Und das nächste ist, das ist der Tunnel quasi, wo es einen durchzieht. Dieses Licht am Tunnel. Man fängt an, vielleicht mit Sport, mit Musik, mit Malerei, mit wunderschönen Dingen, die die Seele nähren, die den Geist stärken. Vielleicht sucht man Erkenntnisse über zum Beispiel Spiritualität oder über das Finden zu Gott, zu sich selbst, zu Christusenergie. Oder man findet vielleicht Trost in der Literatur oder im Helfen anderer. Auch noch ein schönes Tool. Und im Geben, im Schenken, im Dankbarsein, da gibt es ganz unfassbar viele Sachen, die plötzlich sich öffnen. Und das ist so, als wie wenn man eben laufen geht. Man hat noch keinen Weg, da ist noch keine Stiege da, da ist noch keine Richtung da wirklich. Aber man fängt zumindest an, einen Schritt nach dem anderen zu setzen und plötzlich ergibt sich ein Weg. Plötzlich tut sich einer auf. Oder vielleicht gefällt einem das so gut, dass man das noch verbessern möchte, was man vielleicht ausprobiert hat. Und durch das kommen vielleicht Menschen hinzu. Also da passieren, dann gehen die Türen auf. Also das sind die Schritte der Prozesse von Veränderung. Im Übrigen ist es auch ein Prozess, der stattfindet am Lebensende und dann geht auch die Türe wieder auf. Wisst ihr, der Tod ist nichts Erschreckendes, sondern das ist etwas, da endet ein Leben und ich habe für mich entschlossen, daran zu glauben, dass es ein weiteres gibt, wenn ich möchte. Wenn ich möchte. Das ist eine Frage des Bewusstseins, glaube ich, und sonst, wenn es nicht in ein neues Leben geht, dann geht es zumindest auf eine andere Ebene. Also ich bin davon überzeugt, dass es auch nur eine Türe ist. Und es geht da drüben weiter.
So, also das sind die Schritte, das wollte ich euch sagen. Also, dass ihr nicht erschreckt, wenn ihr in so einer Situation von Talsohle seid. Das ist ein Teil dieses Prozesses der Veränderung, sofern es jetzt eine wirkliche ernsthafte Stoffwechselerkrankung ist und bedingt dadurch entstanden ist und man den auch wirklich nur medikamentös regeln kann. Gut. Ich bin kein Psychiater, ich bin keine Psychotherapeutin. Ich weiß das nur alleine durch Wahrnehmung und viele Selbsterlebtes, viel Recherche und Erkenntnisse. Und natürlich, ich arbeite auch astrologisch und spirituell und da hat man mit Menschen zu tun und vielen, vielen solchen Erscheinungen. Also, in dem Fall, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.